Ein Mann aus Ulm hat seine Halbschwester und vier weitere Mädchen nachweislich 131 Mal sexuell missbraucht und ist nur zu 2 Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Über diesen Justizskandal diskutiere ich heute Morgen mit unserem Lieblingsrichter Thorsten Schleif. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Wenn dir auch dieses Video gefällt, lass bitte ein Abo da und schau dir die Diskussion heute zu Ende an. Es lohnt sich, das verspreche ich. Der Herr aus Ulm hat, als er zwischen 20 und 29 Jahre alt war, seine Halbschwester und 4 weitere Mädchen, die zwischen 6 und 13 Jahre alt waren, laut Staatsanwaltschaft über 400 Mal sexuell missbraucht. Er ist verurteilt worden wegen tatsächlich 131 Missbräuchen und 2 schweren Missbräuchen zu lediglich einer Freiheitsstrafe über 2 Jahre auf Bewährung und zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro. Die Richter gaben zur Begründung an, der Mann hätte sich geständig eingelassen, auch wenn das nur vage und diffus gewesen sei. Er habe sich bei den Opfern entschuldigt. Das Ganze sei schon lange her. Er hatte Therapie gemacht und er befinde sich mittlerweile in einer festen Beziehung zu einer Frau. Lieber Thorsten, du als Strafrechter, ich weiß, wir Juristen können nie so wirklich dann ein Urteil abgeben. Wir müssen immer die gesamte Akte geben. Wir haben die Zeugen nicht gehört und so weiter. Der äußere Rahmen, das klingt doch nach einem klaren Justizskandal, oder was denkst du? Sehe ich genauso. Mich hat die Schlagzeile sehr, sehr erschrocken, weil ich dachte erst, es wäre eine Falschmeldung. Ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und festgestellt, es ist tatsächlich so. Und nur dieser äußere Rahmen lässt bereits Kopfschütteln mit Recht zu. Also ich habe es nicht verstanden, bei bestem Willen nicht. Was wäre denn bei dir da rausgekommen? Was hältst du für eine gerechte Strafe bei 131 nachgewiesenen Missbräuchen und 2 schweren Missbräuchen? Bei mir wahrscheinlich gar nichts, weil das ist ein Ding, was sofort zum Landgericht muss. Ich bin ja nur Amtsrichter und darf bis zu 4 Jahren Freiheitsstrafe aussprechen. Und ich finde, eine Strafe von 4 Jahren allein bei dem äußeren Rahmen wäre so das, wo man auf jeden Fall drüber nachdenken muss. Und eine Freiheitsstrafe von über 2 Jahren, also auch von 4 Jahren, kann natürlich nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Gründe, die der Richter anführt, sind die nachvollziehbar? Aus meinen Augen sind die kaum nachvollziehbar. Also zu sagen, er hat sich ja irgendwie ein bisschen zur Sache eingelassen, ein vages Geständnis abgegeben. Entweder ich gebe ein Geständnis ab oder ich gebe kein Geständnis ab. Aber dieses vage Geständnis, so ein bisschen, ja, es kann sein, ich weiß es ja nicht mehr, das ist kaum was, was man großstrafmildernd berücksichtigen kann. Es gibt ja in der Gesellschaft kaum etwas, was so zu verachten ist wie der sexuelle Missbrauch an kleinen Kindern. Solche Urteile führen ja dazu, dass die Bevölkerung wenig Vertrauen in die Justiz hat. Wir haben immer mal wieder solche Urteile. Siehe zum Beispiel Fall Metzelda, das war nicht ganz so krass, aber da ging es ja auch um Kinderpornografie und der ist ja auch relativ seicht davon gekommen. Wie kann das sein, dass die Urteile der Justiz in den Augen der Bevölkerung zu weich sind, zu lasch sind? Es ist zu beobachten, dass gerade in diesen Fällen der gesetzliche Strafrahmen nicht richtig ausgeschöpft wird. Wir müssen uns vorstellen, selbst vor dem 1. Juli dieses Jahres hatten wir bereits für den sexuellen Missbrauch einen Strafrahmen von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Der ist jetzt nochmal angehoben worden zum 1. Juli. Jetzt ist er ein Verbrechensstrafrahmen, also ab einem Jahr aufwärts. Aber selbst früher, also 6 Monate bis zu 10 Jahren, wenn ich mir da mal das Mittelmaß für einen einzelnen Fall ansehe, bin ich ja schon bei etwa 5 Jahren. Aber wenn man sich die Rechtsprechung dazu anguckt, im Jahr 2019 hatten wir 85% der Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern nur bis maximal 2 Jahre. Da stimmt was nicht. Das heißt, das Gefühl des Bürgers ist durchaus berechtigt, dass der Bürger sagt, Moment mal, kann das überhaupt sein? Wenn man sich das Gesetz ansieht, sieht man auch, der Gesetzgeber wollte da offensichtlich ein deutlich höheres Signal setzen und auch eine deutlich höhere Strafe. Und der Gesetzgeber ist nun mal derjenige, den der Bürger gewählt hat. Deswegen ist das Gefühl des Bürgers maßgeblich. Ja, absolut. Die Empörung schlägt sich auch nieder in Vergleichen. Ne? Man sagt dann Steuerhinterzieher, also dann, wenn der Staat sich selbst geschädigt fühlt, ab einer Hinterziehungssumme von 1 Million gibt es keine Bewährungsstrafe mehr und derjenige, der 131 Mal sich an Kindern vergeht, der kommt in der Bewährungsstrafe davon. Ist der Vergleich schief oder passt das?
Na, der Vergleich ist deswegen schief, weil es natürlich zwei verschiedene Strafgüter sind, die da betroffen sind. Aber dieses Gefühl der Gesellschaft ist durchaus wichtig. Es hat sich mittlerweile was geändert. Mittlerweile begreift die Gesellschaft glücklicherweise, dass auch zum Beispiel Straftaten gegen den Körper, gegen die körperliche Unversehrtheit schwerer wiegen müssen als solche gegen das Eigentum. Ich habe ja schon mal gesagt, unser Strafgesetz ist ein recht altes Gesetz, stammt noch aus dem vorherigen Jahrhundert, also aus dem 19. Jahrhundert tatsächlich. Und mittlerweile denkt eben die Gesellschaft über viele Verbrechen ganz anders nach. Und es wird langsam Zeit, dass die Richter auch in dieser Jetztzeit ankommen und auch wirklich sagen, das muss ich auch bei meiner Strafe berücksichtigen. Thorsten, ich danke dir wie immer für dieses tolle Gespräch. Wir sehen uns vor Gericht.